Hey Leute und willkommen zu dem nächsten Podcast. Diesmal natürlich, das Coronavirus ist immer noch Thema und deswegen haben wir gedacht, wir machen den nächsten Podcast einfach so, ohne dass wir uns sehen oder begegnen oder sonst was. Wir quatschen gerade auf Skype, nehmen das Ganze über Audacity auf und ja, der Marco schneidet das Ganze. So wird der Podcast jetzt stattfinden. Marco ist auch da. Hey Leute, was geht? Ich bin auch da. Max kann mich leider nicht sehen, aber ihr könnt mich jetzt sehen und hören. Max kann mich nur hören. Ja. Und heute reden wir über ein ganz spezielles Thema. Und zwar, Netflix könnte vielleicht eventuell pleite gehen. Wie wir darauf kommen, das erkläre ich dann. Aber weil Disney Plus ist ja nämlich draußen. Und wieso ich glaube, dass Disney Plus vielleicht sogar Netflix aus dem Rennen stoßen könnte, das erkläre ich gleich. Aber bevor ich das erkläre, frage ich jetzt erstmal den Marco. Sag mal, glaubst du, dass Netflix irgendwann pleite gehen könnte? Wenn ja, warum? Und wenn nein, auch warum? Vor allen Dingen, glaubst du, dass Disney vielleicht diejenigen ist, die Netflix aus dem Rennen kicken? Wenn ja, nein. Wenn nein, ja. Okay, danke fürs Zuschauen. Nee, es ist so. Also ich glaube, komplett pleite wird Netflix nie gehen, finde ich. Also denke ich. Weil Netflix einfach auch ganz viele Netflix Original hat, die saugut sind. Also wie zum Beispiel Haus des Geldes oder so. Und ich glaube nicht, dass Netflix bankrott gehen kann oder sonst was. Dadurch, dass auch noch außer halt die Disney-Filme eben auch andere Serien und Filme lizenziert worden eben von Netflix. Und ich denke schon, dass Netflix da auch sehr, sehr viel Gewinn bekommt. Natürlich denke ich auch, dass Netflix auch dadurch, dass jetzt Disney Plus gekommen ist, eine riesen Konkurrenz bekommen hat. Dadurch, dass ja Disney Plus dann quasi die ganzen Sachen, was die ja auf Netflix hatten, von Disney eben, so wie Star Wars zum Beispiel oder Marvel-Filme oder so eben entfernt haben. Oder quasi halt die Serien. Und ja, grundsätzlich, ich denke nicht, dass Netflix, wie gesagt, pleite werden kann, aber ich denke schon, dass Netflix auf Disney Plus, also Disney Plus eben nicht unterschätzen sollte, weil Disney auch eine Riesenkonkurrenz dafür ist, weil jeder kennt Disney und jeder mag die alten Filme und Serien und jeder wird sich höchstwahrscheinlich das auch noch zusätzlich holen. Ja, so, das ist die grundsätzliche Antwort dafür. Mhm. Genau. Okay, weil es ist nämlich so, dass nichts, nein, was? Außerdem dachte ich mir gerade, weil Leute, ihr müsst wissen, der Marco schneidet ja das Ganze. Wir nehmen ja einmal die Kamera auf und einmal das Mikrofon, also separat halt. Und er schneidet das Ganze zusammen. Und ich dachte mir, ich könnte jetzt richtig hart triggern, indem ich einfach meinen Mund bewege und erst danach mit geschlossenem Mund anfange zu reden. Kennt man ja, wenn man so die Lippen nicht bewegt, aber trotzdem so ganz normal weiterredet. Einfach so, dass er richtig getriggert ist und sich denkt, ist das nicht synchron? Und schneidet dann alles um, bis am Ende rausfinde, dass ich ihn getriggert habe. Junge, du bist so ein Assi, mach das bitte nicht, Junge. Nein, alles gut. Dann dachte ich mir aber, wie geil wäre das, wenn du dann so eine Stunde dran schneidest und dann denkst, es kann doch nicht sein, dass das alles synchron ist, passt das nicht. Also richtig so, also richtig komisch, so richtige Anfälle. Okay. Also, jetzt geht's weiter. So, genau. Ich hab die Antwort gegeben. Es ist nämlich so, dass Disney ja einen ziemlich krassen Start hingelegt hat, also das muss man ja auf jeden Fall sagen. Disney hat einen heftigen Start hingelegt und macht jetzt schon, am Release direkt Konkurrenz, was Netflix anbelangt. Das ist auf jeden Fall echt krass. Und das Problem ist eben, dass, und das wissen tatsächlich gar nicht mal so viele, Netflix ist extremst verschuldet. Und haben fast bis zu, ich glaube sogar über 120 Millionen US-Dollar Schulden. Ich weiß nicht genau warum, aber sie haben auf jeden Fall so viel Schulden. Und das Krasse ist, sie machen noch mehr Schulden. Weil einfach, wenn sie jetzt theoretisch sagen, ab jetzt stoppen wir alles, keine Lizenzen mehr kaufen, keine Neuproduktionen, sondern nur und die Preise erhöhen, dann könnten sie wahrscheinlich in ein paar Jahren diesen wahnsinnigen Schuldenauflauf abbezahlen. Aber das wird nicht funktionieren, weil sie natürlich auch neue Kunden locken müssen. Deswegen müssen sie ja noch mehr Geld ausgeben für neue Produktionen, für neue Rechte, für sonst was. Und deswegen verschulden sie sich immer und immer mehr. Und die Schulden steigen auch monatlich, jährlich die ganze Zeit immer höher. Und deswegen vermute ich, dass irgendwann vielleicht auch mal der Tag kommt, wo Netflix irgendwo die Leute dann auch sagen, es reicht. Also die Bank, die Bankiers
und sagen, wir geben euch kein Geld mehr, denn ihr verschuldet euch immer und immer mehr und das wird auch nicht abbezahlt, sondern es werden ja noch mehr Schulden. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, also ich glaube jetzt nicht, dass Netflix irgendwie untergeht oder so, aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht das so kommt, dass Netflix pleite geht und dass es dann von irgendeiner größeren Firma entweder aufgekauft wird oder dass es dann halt verschwindet und dann kommt ein neuer Streamingdienst. Das ist so meine Vermutung. Aber ich glaube, wahrscheinlich ist es eher, dass Netflix dann aufgekauft wird. Das kann ich mir eher vorstellen. Also ich finde es sehr, sehr schwierig zu sagen, dass Netflix pleite gehen kann. Ich meine, ja, ich kann mir schon vorstellen, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe auch schon mitbekommen, dass sie da übel verschuldet sind. Ich weiß nur nicht genau, wie viel. Das Ding ist aber, welche Firma ist heutzutage nicht verschuldet oder beziehungsweise nicht in, hat schon nicht einen Schufa-Eintrag oder sonst was, weißt du, was ich meine? Also ich gehe mal davon aus, dass Netflix schon eine Lösung findet, also quasi, dass sie sagen, okay, wir müssen halt irgendwo die Kosten eindämmen, eher weniger ausgeben, mehr einnehmen und wenn, dann quasi für die Produktion in irgendwas halt reinstecken, was nicht so viel kostet quasi. Ich kann mir sogar vorstellen, wenn Netflix sagt, okay, wir können nicht mehr, wir schaffen es nicht mehr, dass es sogar sein kann, weil Disney einfach gefühlt alles gekauft hat, Disney aufkaufen kann, weißt du, was ich meine? Das wäre so krass, aber ich kann es mir sogar vorstellen, das wäre sogar eine Idee, aber es ist schwer zu sagen, also finde ich jetzt, dass man sagt, Netflix wird pleite, weil jeder kennt Netflix, jeder hat Netflix. Ja, schwierig ist halt, wenn zum Beispiel einer, weil das ist, glaube ich, auch so ein Problem von allgemein so Streaming-Plattformen, dass wenn einer den, so einen Account halt eben kauft und sich dann 5 Profile anlegt für eben 5 Leute, ne? Und dann musst du dir überlegen, macht das, so gefühlt, stell dir mal vor, die halbe Welt macht das so, gefühlt, die halt Netflix haben. Und dann ist es nur noch ein kleiner Prozentanteil, der dann halt auch wirklich dafür bezahlt. So. Genau, eben, weil stell dir mal vor, weil die anderen 5 Leute oder 4 Leute eben, die könnten dafür auch zahlen, weißt du, was ich meine? Oder halt sich auch Netflix holen und dann würde Netflix natürlich viel mehr Gewinn machen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie sagen, okay, das machen wir nicht mehr oder reduzieren das oder erhöhen eben die Preise, weil, wie wir wissen, es schaut ja nicht nur einer, es gibt mindestens 3 andere Schmarotzer, die das anschauen. Ich habe das mal war auf Englisch, aber ich fand es voll geil, weil da war das Profil da drauf gestanden, der bezahlt und die restlichen war so Parasit 1, Parasit 2. Ja, ist halt echt so. Nee, es ist halt wirklich so, weil ich glaube, bei Disney Plus zum Beispiel kannst du mehrere Accounts anlegen. Auch, also, ja, auch. Genau, auch Profile. Ich glaube aber sogar bis zu 8, ich weiß es aber nicht. Ja, aber da frage ich mich, da gibt's, also ich habe es noch nicht ausgetestet, ich habe es bis jetzt nur meiner Schwester und meinem Bruder gegeben, aber ich glaube, dass da auch, du kannst, also bei Netflix ist es so, 5 Leute können nicht gleichzeitig das anschauen. Also ich glaube, 3 oder 4 gehen, aber 5, also irgendeine Grenze gibt es, da sagt Netflix, dass die App und alles, nee, es sind zu viele Leute gerade drin, deswegen kannst du es dir nicht anschauen. Okay, aber das wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also, das war zum Beispiel bei mir mal letztens so, ich habe ja den Account von meinem Bruder, also bei Netflix, und da hat mein Bruder geschaut, meine Schwester, ich und noch 2 andere Freunde von ihm und ich konnte quasi dann nicht mehr schauen, weil diese Grenze schon überschritten war und dann hieß es, ja, leider kannst du es nicht anschauen, weil zu viele in dem Account sind und so. Also, da kam so eine Fehlermeldung, ich weiß auch nicht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei Disney Plus das auch so ist, nur Vorteil ist halt bei Disney Plus, dass mehr Leute sich das anschauen können wahrscheinlich. Also so kann ich es mir jetzt vorstellen eben. Deswegen. Ja, vor allen Dingen ist es halt auch das Problem, dass Netflix halt von seinem Streaming-Dienst lebt, ne? Ihr zum Beispiel holen wir mal mit Amazon ins Boot, ne? Das hat ja auch Amazon Prime, den Streaming-Dienst. Ja, ja. Wenn Amazon diesen Streaming-Dienst nicht mehr hätte, das wäre denen egal. Die könnten einfach dann sich wieder ihren Produkten zuwidmen, weil die ja sowieso überall mit dabei sind. Ja. Und Disney könnte halt, wenn die den Streaming-Dienst nicht mehr hätten, wäre zwar auch Verlust, aber dann könnten sie trotzdem sagen, egal, dann widmen wir uns halt wieder einfach Filmproduktion und Serienproduktion und verkaufen die an andere Streaming-Dienste oder sonst was. Aber Disney Netflix ist abhängig von Netflix. Ist halt so. Netflix ist abhängig von Netflix. Ja, ich weiß, aber es ist halt wirklich so, weil die haben nur diesen Streamingdienst. Die sind nicht irgendwo anders in der Materie mit dabei. Und deswegen, wenn das schief geht, dann hätten sie kein Rettungsboot mehr. Ja, das ist halt das Problem, ne? Weil hätte Netflix zum Beispiel diese Netflix Originals, so Filme oder Serien, auch vielleicht woanders rausgebracht, also quasi, wo du sagst, okay, ein Film in Kino, in Produktion von Netflix, die hätten bestimmt sau viele eingenommen.
oder eine Serie irgendwo anders im Free TV oder so. Das wäre zum Beispiel auch was, dass sie dann halt auch einfach sagen, dass sie ihre Serien und ihre Filme vielleicht, also die wirklich eine Eigenproduktion von Netflix sind, dass sie die vielleicht auch nochmal irgendwie halt einfach auf Blu-ray oder so oder DVD bringen. Ja. Ja, klar. Weil damit könnten sie, das wäre auch theoretisch eine Einnahme. Und dann könnten diejenigen, die kein Netflix haben, ja, Leute, das soll es auch geben, Leute, die kein Netflix haben, die sich diese Filme und Serien dann trotzdem gönnen können. Ja, klar. Aber da denke ich mir gut, warum sollte Netflix Blu-ray machen, wenn man sagt, okay, dann zahle ich lieber im Monat mal 5 Euro oder so oder 6 Euro oder 10, ich weiß auch nicht mehr, wie viel. Ja, weil halt Leute vielleicht auch einfach sagen wollen, sie wollen nicht monatlich zahlen, sondern einmal einen Film haben. Ja. Und, aber ich glaube, das ist ganz wenig, weil heutzutage, wie alles, da wird alles gestreamt. Musik, ja, das Filme, ist halt einfach mittlerweile, Serie. Das ist die neue Zeit. Ja. Das ist halt einfach, Streamingdienste übernehmen immer und immer mehr. Und es wird auch irgendwann so kommen, dass es vielleicht auch dann nur noch Streamingdienste gibt erstmal. Auf jeden Fall, deswegen, das ist jetzt halt so die Zukunft. Was ich halt schwachsinnig finde, ist, dass dann halt wirklich jeder auf diesen Train aufspringen will, wie Apple zum Beispiel. Und wer juckt sich für einen Apple-Streamingdienst? Keine Ahnung, es gibt welche bestimmt. Ja, natürlich gibt es welche, aber es ist so, Netflix bietet schon alles und was Netflix nicht bietet, hat Disney oder Amazon. Also ganz ehrlich, ja, was braucht man dann noch, einen vierten Streamingdienst, weißt du? Ja, aber ich denke, Netflix hatte auch sein Hoch, als es rausgekommen ist, quasi, wo es angefangen hat. So, ja. Ne? Weil Netflix war wirklich Standard. Also Netflix ist immer, wenn man immer Netflix hört, weiß man sofort, um was es geht und das ist Standard. Das ist schon so eine Eigenmarke geworden, Netflix. Mhm. Und ich glaube, die haben halt einfach das unterschätzt, die ganzen Konzerne, die halt auf diesen Trend dann auch gekommen sind, wie Disney oder Amazon oder Apple oder sonst was oder Spotify. Ja gut, Spotify ist Musik. Aber halt quasi dieses Streaming-Ding, ja, ja. Dass die sagen, weißt du, ich glaube, die haben es einfach zu sehr unterschätzt, so dass da mehr Konkurrenz gekommen ist nach und nach. Und die dachten sich wahrscheinlich, ach egal, jeder kennt uns und es ist ja auch so. Aber das Problem ist, ich glaube, das ist halt immer schwierig, weil immer, wenn das nicht auf Netflix gibt es es sicher auf Amazon Prime. Und wenn es nicht auf Amazon Prime gibt, dann gibt es vielleicht was anderes auf Disney Plus. Und wenn es nicht auf Disney Plus gibt es vielleicht auf Apple. Und wenn es nicht auf Apple gibt, sowas halt, ne? Das ist halt immer schwierig. Aber ich kann es auch verstehen, dass man sagt, es ist allgemein schwierig zu sagen, wie viel Serien und Filme man auf der Plattform hat, weil Netflix und die ganzen Streaming-Sachen sind ja quasi eine riesen Cloud. Also es ist ja ein riesen Server und alles und die müssen ja alles da gespeichert haben und umso mehr du streamst, also du musst ja vorstellen, wie viele Leute streamen und sonst was und umso mehr du auch reinballerst, also quasi anbietest, umso mehr Server brauchst du, umso mehr Speicher brauchst du, umso mehr Clouds, umso mehr Rechner, bessere Technologie, immer so weiter und immer so fort und ich glaube, da geht schon mehr Geld in die Produktion beziehungsweise in das Equipment rein, als dass man einnimmt. Ne? Also das glaube ich zum Beispiel. So, deswegen gehe ich davon aus, dass Netflix auch so Schwierigkeiten hat, so die Schulden abzugleichen quasi. Ja, das ist schwierig zu sagen, weil halt, ich glaube es auch, wie du schon sagst, eben, dass sie das Ganze halt schon unterschätzt haben, weil so eine Filmproduktion an sich ist ja schon schwer, aber nachdem sie natürlich pro Jahr selber mindestens, keine Ahnung, 10 Eigenproduktionen haben, was die dann an massig an Geld ausgeben für diese Produktion und dann vielleicht nur die Hälfte darum durch diese ganzen Abonnement-Leute wieder einnehmen, ist halt, ja, schwierig, schwierige Sache. Ja, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die pleite gehen, so dass es eine Tatsache ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass es irgendwann mal zu viel wird für die und dass die Preise erhöhen und Sachen wieder eindämmen. Also quasi, dass die sagen, okay, wir müssen in Sachen, wo die Fans vielleicht es mögen, aber die einfach zu viel kosten, eindämmen. Also dass man sagt, nee, das machen wir dann doch nicht. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass entweder das passiert. Ich kann mir aber auch wirklich tatsächlich vorstellen, dass mal der Tag kommt, wo die dann sagen, jemand kauft dann Netflix einfach auf, weil sie sagen, das kann auch passieren. Da behalten natürlich alle ihren Job und sind trotzdem Netflix und es wird auch weiterhin der Streamingdienst Netflix sein, aber das halt einfach eben, dass jemand anderem gehört, der halt dann die Schulden bezahlt und dem dann Netflix im Endeffekt gehört. Also das kann ich mir theoretisch auch vorstellen. Das ist so in 5 Jahren oder so.
Ja, wenn es nicht Disney ist, dann ist das Ding hier Mark Zuckerberg. Der hat doch sowieso alles. Ja, wollte ich gerade sagen. Der hat ja Facebook. Facebook hat er erstellt, dann kommt noch, keine Ahnung, Insta hat er ja gekauft, dann ja, irgendwann WhatsApp. Mal hier WhatsApp und so. Also wenn das, der denkt sich auch wahrscheinlich irgendwann mal, kaufe ich entweder, mir Netflix. Das ist so die, es gibt nur die drei größten. Entweder Mark Zuckerberg, dann gibt's noch entweder der von Apple, der hat ja auch fast alles, dann Red Bull oder Amazon. Das sind die größten. Ja, und wie gesagt, wenn es um Filme und Serien geht, dann ist es ja irgendwie Disney, ne? Ja. Also ich meine, LucasArts haben die ja aufgekauft und was ist ich was. Das heißt, Marvel, wenn ihr auf der Straße wenn ihr auf der Straße läuft und da ist ein Haufen Scheiße, dann müsst ihr von ausgehen, das gehört Amazon oder irgendjemanden. Nein, Nein, Spaß. Ja. Nee, aber ich hoffe trotzdem auch, egal wie viel Schuld ihr habt oder so, dass sie sich halt. Egal. Dass es halt trotzdem so lebendig bleibt, Netflix, weil Netflix. Es gibt kein Netflix und Chill ohne Netflix, gibt's nicht. Ja, das gibt's stimmt. Einfach nicht. Man sagt ja nicht Disney Plus und Chill oder Amazon Prime und Chill. Ja. Weißt du? Kommt noch. Ja, aber auf jeden Fall finde ich's halt echt krass, was für einen heftigen Start Disney hingelegt hat. Also da haben sie echt krass direkt konkurriert. Und das finde ich so heftig. Aber da muss man sagen, in der USA ist Disney Plus natürlich viel besser als hier in Deutschland. Also quasi ja, wegen die den haben Folgen natürlich noch mehr. Klar. Ja. Die haben ja auch schon komplett Mandalorian und so. Wo ich mir denke, Mandalorian gibt es auch schon komplett auf Deutsch synchronisiert. Ja. Warum haben sie es einfach nicht komplett raus? Das gibt 8 Folgen, also müsst ihr euch vorstellen, 8 Kapitel von Mandalorian, alle auf Deutsch synchronisiert. Warum kommen die wöchentlich? Ja, ist halt echt so, ne? So doof eigentlich. Richtig komisch. Naja. High School Musical, das Musical, die Serie zum Beispiel. Ist auch übel krass und gibt's bei uns einfach nur wöchentlich. Das ist auch komplett auf Deutsch, glaube ich. Ja, verstehe ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, schreibt uns doch mal dazu in die Kommentare, was ihr davon haltet. Glaubt ihr, dass Netflix irgendwann eines Tages mal pleite gehen könnte? Und wenn nicht, was dann mit Netflix passieren würde? Das würde uns sehr interessieren. Und ob ihr glaubt, beziehungsweise was ihr von Disney Plus haltet. Was haltet ihr davon? Findet ihr den Streamingdienst cool? Habt ihr den schon selbst ausprobiert? Schreibt uns das doch in die Kommentare, das wird uns interessieren. Und das letzte Wort übergebe ich einfach an Marco. Tschüss. Ja, schreibt auf jeden Fall echt uns in die Kommentare, was ihr zu dem Thema hält und wie ihr das diesen Podcast hier fandet. Und genau, und schreibt uns auf jeden Fall in den Kommentaren, was ihr eigentlich auf Disney Plus anschaut. Ich zum Beispiel schaue mir aktuell noch Hannah Montana an und Hotel Zack & Cody. Das schaue ich auch gerade. Noch die ganz alten Serien nochmal so kurz anschauen. Ja, das ist so ein geiles Feeling. Kennst du das, wenn dann so das erste Mal, wenn du die erste Folge wieder anguckst und dann kommt so das Intro und du kriegst diese Gänsehaut, weil du dir denkst, boah, wie lange habe ich das nicht mehr gehört? Ja, Mann, saugeil. Nee, ist echt cool. Ich muss sagen, ein paar Folgen, aber zum Beispiel bei Hannah Montana, jetzt in meinem Alter finde ich dann doch wiederum cringy, so ein paar Szenen so. Ja, und denkst du so, das ist, fällt mir auch auf. Das war jetzt nicht so lustig, das war eher komisch so, dass man jetzt diesen Witz gemacht hat. Oder mal kennst du das, wenn du dann irgendeinen Witz, der sexuell anzüglich ist, hörst und dann dir so denkst, hey, das habe ich als Kind gar nicht verstanden. Ja, ohne Spaß, ich habe als Kind, da gab es so viele Erwachsenen-Jokes, die habe ich als Kind null verstanden, aber jetzt denke ich mir so, Alter, das ist zumindest schon hat man heftig, zumindest hat man als Kind geglaubt, dass man sie versteht und jetzt denkst du dir so, Alter! Als Kind hat man so, haha, ja, der, oder als Kind hat man es auch ganz anders verstanden und wahrgenommen, ja, als Erwachsener jetzt, das ist schon krass eigentlich. Naja, aber schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, welche Serien ihr anschaut und ja, wir bedanken uns auf jeden Fall beim Zusehen und Zuhören. Wir wünschen euch noch viel Spaß und lasst auf jeden Fall ein Abo und ein Like dafür, mehr Podcasts. Genau. Auf Wiederhören, auf Wiedersehen.